Der King of Storytelling ist zurück und darüber sprechen wir jetzt. Wie kann man Produkte geil in Videos integrieren? Und Eike, du hast mir erzählt, Casey Neistat ist wieder am Start auf YouTube. Ehrlich gesagt, das sind so diese Dinge, die verpasse ich dann manchmal. Also ich habe die Casey-Videos gesehen, aber ehrlich gesagt, ja, hat es mich jetzt nicht so abgeholt wie dich. Was ist das, was dich am Storytelling von Casey Neistat am meisten begeistert? Das ist eine gute, direkte Frage und perfekt zum Einstieg. du musst mal so sehen, also Casey Neistat war so, ja, oh, ich will jetzt nicht freche Statements machen, aber er ist so ein bisschen der, er hat Vlogging auf YouTube so populär gemacht, dass es auch mit eine gesamte Bewegung irgendwie angeleitet hat. Also super viele Vlogs haben sich von Casey Neistat inspirieren lassen und das liegt vor allem daran, dass er Storytelling betrieben hat. Man muss von Casey wissen, er hat ja früh angefangen, einfach selber mit so schlechten Camcordern und so Produktionen zu filmen. Also er hat sich dann mit seinem Bruder zusammen halt so gute Narrative ausgedacht und die dann an TV-Sender verkauft. Und das ging so weit, dass er, ich glaube, bei HBO dann seinen ersten Abnehmer gefunden hat. Und so hat er ganz gut gelernt, dass man auch Geschichten erzählen muss, um gekauft zu werden. Und ich glaube, das ist das, was er mitgenommen hat zu YouTube, weil er hat dann die verrückte Idee auch plötzlich gehabt, gut, ich gehe weg von dieser Art Produktion und fange an, von heute auf morgen jeden Tag zu vloggen. Was wir kennen, langfristig gedachte YouTube-Produktionen, in denen man regelmäßig sich neue Sachen einfallen lassen muss, aber jeden Tag was Neues einfallen lassen. Das ist eine Challenge. Und was mich bei ihm vor allem interessiert oder was ich bei ihm vor allem spannend fand, war, dass er von hinten bis vorne die Folgen durchdacht hat. Er hat sich immer überlegt, diese Folge hat heute diese große Fragestellung, der ich hinterhergehe, aber er hat trotzdem seinen Tagesablauf währenddessen vollzogen. Das heißt, er hat teilweise im Schlafzimmer angefangen zu reden über das Thema des Videos, ist dann aber joggen gegangen, hat beim Joggen ganz kurz eine Line gesagt und ist dann im Büro gewesen, wo er seiner Arbeit nachgegangen ist. Damals hatte er noch ein Startup, das er gegründet hat, was so ein ähnliche Be Real, so eine ähnliche Video sei echt und ehrlich Plattform mit sehr Short-Term-Videos. Und ich glaube, dass die Firma hat er mittlerweile verkauft. Aber das, was er in der Folge als Hauptthema genommen hat, hat sich durch seinen Tagesablauf gezogen. Und er hat dabei sehr smarte Storytelling-Aspekte genommen. Und dadurch, dass er so versiert in der Videografie ist, hat er auch ganz smarte Tricks gewählt. Ich glaube, er war auch einer der ersten, der wirklich sehr aktiv diese ersten Drohnen von DJI genutzt hat, um einfach besser zu erzählen, wo bin ich hier eigentlich gerade? Und das treibt uns eigentlich dahin, was es ist. Warum ist Casey Neistat eigentlich zurück? Für dich als Newbie in seiner Geschichte ganz kurz erklärt. Casey Neistat wohnt jetzt wieder in New York und hat da halt dieses New Yorker Flair ganz gut eingefangen. Und ich meine, New York, du fährst einmal um eine Ecke und da passiert halt wieder was. Und das hat er halt in seinen Videos auch sehr oft genutzt, denn dann in einem neuen Video sind dann Leute, die auf so einer Sprungstange sind. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Sportteile, auf die man so rumjumpen kann. Egal, auf jeden Fall war dann sowas Random-mäßiges und er hat einfach auf die zugegangen und hat halt gefragt, hey, was macht ihr da eigentlich? Hat das ins Video mit einfließen lassen als spontane Sache, die dann auch Interesse wecken kann in einem Video. Und New York bietet sowas. Und 2019 ist Casey Neistat dann nach L.A. mit seiner Familie gezogen, eben um wieder mehr für Familie da sein zu können. Also er hat ja auch jeden Tag Videos erstellt. Das ist halt Batzen Arbeit, der teilweise bis in die Nacht geschnitten, darüber hat er auch geredet. Und er wollte wieder mehr Familienleben und das hat er in L.A. gefunden. Wir haben so ein Haus gekauft mit Garten und so weiter. Das geht natürlich alles in New York nicht so gut. Und jetzt ist er zurück und erzählt, warum. Er sagt, hey, New York, meine Seele ist New York. Es bringt uns alles so ein schöneres Lebensgefühl. Und allein dass er zurückkommt, hat er so gut und smart aufgebaut. Er hat ein ganzes Video, die gesamte Rückfahrt gemacht und er ist mit dem Auto gefahren, damit er das Auto rüberkriegt von LA nach New York. Und hat in diesem Video, und wenn man sich fragt, was ist gutes Storytelling, würde ich nur sagen, guckt euch dieses eine Video an, wo er sagt, we move him back to New York. Weil er diese Reise so gut genutzt hat und während dieser Reise von vorn bis hinten erzählt, warum es gut ist,
und super ist für ihn und seine Familie wieder zurückzuziehen und was das für ihn bedeutet. Und ganz am Schluss sagt er, hey, ich bin wieder zurück und ab jetzt gibt es auch wieder Videos. Weil man muss verstehen, er hatte in L.A. dann, ich glaube auch, weil er dann weniger Futter hat und weniger sich mehr auf die Familie konzentrieren wollte, halt auch weniger Videos hochgeladen. Und jetzt legt er so alle 2, 3 bis 4 Tage neue Videos hoch, was für mich großartig ist. Ich muss sagen, Casey Neistat hat meine YouTube-Reise komplett definiert und hat auch mich vor allem so stark zum Bingen gebracht. Ich habe jeden Tag seine Videos geguckt, einfach weil sie interessant und aufregend waren. Weil es jedes Mal eine große Kernfragestellung gab und man trotzdem sein Leben insgesamt verfolgen kann. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, wie man Leute zum Bingen bringt, indem man eine gesamte Reise irgendwie mit einem Narrativ gestaltet. Und ich glaube, da ist halt sein Leben das große Narrativ. Einfach zu wissen, hey, bei ihm steht dies und das jenes an. Ne? Er hat dieses Startup, da würde ich gerne wissen, wie es weitergeht und so. Das treibt dazu, zu bingen. Und für mich ist die Frage, wo siehst du, Simon, was ist denn dein Storyteller auf YouTube, wo du sagst, hey, da sehe ich immer wieder, dass Storytelling halt mega greift und ich immer wieder gehuckt bin. Hast du da jemanden wie ich bei mir, Casey Neistat? Ja, definitiv. Also ich glaube, die Frage ist ja, oder das, was du auch gerade bei Casey beschrieben hast, diese Fähigkeit, aus Banalem eine Story zu machen. Aus oder nicht Banalem, aber so Alltäglichem. Ne? Also weil du sagst so, ne, er findet dann das Narrativ in seinem Alltag und das ist ja eine Herausforderung, weil wie viele Vloggerinnen und Vlogger machen langweilige Videos, die eben gar kein Storytelling haben, ne, weil die begleiten durch ihren Tag, aber es gibt nicht diese eine Reise, die gemacht wird, nicht diesen Anfang und das Ende, und sondern es ist halt so, ja, und jetzt bin ich beim Bäcker und jetzt bin ich da und jetzt bringe ich meine Kids in die Schule, jetzt hole ich sie wieder ab. Und es ist eine Aneinanderreihung, die Sinn ergibt in deiner Routine, aber die eigentlich noch keine Story ist. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, das ganz faszinierend ist. Ein Creator, denen ich folge, die so in diese Richtung gehen, und ich schaue wenig so, ich sag mal, Vlog-artigen Content, sondern eher mehr Sketche, inszeniertere Geschichten, aber ein bisschen was in die Richtung geht, ist Wormlife, der Content von Wormwood oder deren YouTube-Channel, bei dem sie, ne, also es ist eine Firma aus den USA, die Woodworking macht für so Gaming Accessories, also Tische, Dice Trays, solche Geschichten. Und die finden dann, ich sag mal, sehr ihre Struggle sozusagen im Alltag. Maschinen, die kaputt gehen, irgendwie Lieferengpässe, die katastrophale Folgen haben, solche Geschichten. Und die schaffen es auf eine ähnliche Art und Weise, so in ihrer Routine, in ihrem Alltag halt immer wieder Dinge rauszuarbeiten und haben das zu einer Firmenkultur gemacht, dass wenn du bei denen im Team, ne, Teil davon bist und du bekommst mit, etwas geht schief, dann weißt du, das Erste, was du machst, ist erstmal jemanden mit einer Kamera zu holen und draufzuhalten, während, ne, irgendwie, keine Ahnung, die Maschine gerade abraucht oder gerade irgendwie was anderes Katastrophales passiert. Und trainieren das sozusagen ihrem ganzen Team, ihren über, weiß nicht, 150 Leuten da irgendwie, trainieren sie quasi an, einen Gespür dafür zu entwickeln, wann eine Story relevant zu erzählen ist. Und das finde ich halt faszinierend, weil es macht alle im Team dann zu Teilen dieser Storyteller, auch wenn die dann nicht die Geschichten erzählen, aber einfach so dieses Gespür von, das könnte ein guter Content für unseren YouTube-Kanal sein, in einem Team, das eigentlich nichts mit Content zu tun hat. Das finde ich äußerst faszinierend und sehr unterhaltsam, auch gerade, weil es so dieses Entrepreneurship zusammenbringt mit so Crafting, was ich halt total schön irgendwie auch zu sehen finde, und dann auch so einer nerdigen und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen schrulligen Atmosphäre, die, ja, ich sehr unterhaltsam finde, zweimal die Woche. Das ist so, würde ich sagen, das, was am nächsten für mich rankommt an so diesen klassischen Vlog-Content, weil es eben auch gevloggt ist. Ansonsten bin ich eher so derjenige, der halt dann Ice Cream Sandwich oder hatten wir, glaube ich, letztens beim Lunch mal entdeckt, dass wir da beide fleißig am Bingen waren, als wir den Kanal entdeckt haben. Na, also eher so Comedy, gescriptete Inhalte, ja, die durchaus auch, ne, das echte Leben einfangen, aber eben auf eine noch kontrolliertere Art und Weise, als die Kamera immer dabei zu haben. Total. Also es gibt ja unterschiedliche Art und Weise, eine gute Story zu machen. Also Leute gut an eine Story zu binden oder zu sagen, hey. Und ich glaube, der Mittelpunkt ist auch immer Spannung. Also gerade Spannung
bindet Leute sehr gerne an eine Geschichte, weil man dann so, fuck, ich will wissen, wie es zu Ende geht. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja auch so der Faktor, den ich auch ganz kurz angerissen hatte, ist so, wenn man die große Reise kennt, ist es ja wichtig, eine Spannung zu erzeugen. Und wenn deine Reise, ne, in deinem Kanal, die machen ja wahrscheinlich Einzelprojekte, die mehr oder minder, ne, oh, ich will ja gerne wissen, wie es am Ende aussieht. Und wenn ich als Zuschauer sehe, fuck, jetzt die eine Maschine, die dafür da war, halt keine Ahnung, die Holzplatte glatt zu kriegen, die ist jetzt kaputt und die müssen das in der Woche abgeben. Das erzeugt Spannung. Das sorgt dafür, dass ich fucking interested bin, in wie es weitergeht und dass ich dranbleibe. Und das erzeugt Storytelling in dem Sinne. Auch eine ähnliche Sache, die ich jetzt bei Laura Kampf entdeckt habe, ist, ich weiß nicht, wie aktiv du am Gucken bist, aber sie hat ja jetzt entdeckt, dass ihr die Holzer verrottet sind in ihrem Haus. Und für alle, die es nicht wissen, Laura Kampf, eine Handwerks-YouTuberin, die sich jetzt gerade ein sehr, sehr altes Haus gekauft hat, um das komplett zu renovieren. Und dabei hat sie eine sehr, sehr schlimme Entdeckung gemacht, die sie dazu getrieben hat, alles nochmal neu denken zu müssen. Also für alle, die sich für sowas interessieren, auch sehr interessanter Kanal, wenn man handwerksinteressiert ist. Und da kann man genau das Gleiche erleben. Für den Creator selbst komplett schlimm. Aber das festzuhalten, du erlebst in dem Video, wo es darum geht, dass das dass es passiert, dass der Kameramann, der sie unterstützt, angerufen wurde und gar nicht weiß, was los ist. Er fängt an mit, ey, Laura hat mich gerade angerufen, ich musste jetzt gerade hinkommen, ich weiß noch gar nicht, was los ist und jetzt mal schauen. Und sie hat auch da sehr smart gemerkt, dass so ein Schicksalsschlag oder etwas, was schief geht, so, so wichtig ist, auch um Geschichten zu erzählen, um eben auch die Spannung zu erzeugen. Oder vor allem wenigstens die Leute dazu abzuholen, was ist hier gerade los. Weil immer nach außen hin eine schöne, perfekte Welt zu liefern, das ist kein Storytelling. Und was man an vielen Stellen, das ist so der Punkt des Videos am Ende jetzt für uns auch, was man da nutzen kann, ist halt gut und smart auch Produkte oder Dienstleistungen mit einfliegen zu lassen. Also wir sind ja auch eine Firma, die uns darüber sehr viele Gedanken machen, wie können wir unsere Kunden irgendwie, wie können wir für unsere Kunden auch irgendwo was rausholen bei YouTube, wie können wir da auch schönes Marketing betreiben, anders als die Leute draußen in der Welt immer nur mit irgendwelchen Marketing-Slogans zu beschallen, einfach Storytelling zu betreiben, Geschichten zu erzählen und da halt eventuell auch mal ein Produkt einzupflegen. Und eine Sache, die ich bei Seven vs. Wild letztes Jahr beobachtet habe, wie smart ist es von RhinoShield gewesen, da mit drin zu sein, bei einer Serie, die vom Storytelling so viel geboten hat, was so viel Aufmerksamkeit rangezogen hat. Und ich finde, das ist ein Move, wo sich jedes Unternehmen immer was abgucken kann, weil es eine ganz andere, modernere Art und Weise ist, Marketing zu betreiben. Ja, und du sagst gerade so, es ist so einfach, also man muss einfach Storytelling machen. Und ich glaube, das fällt so vielen Leuten so schwer. Ja, total. Also tatsächlich eine Story zu erkennen und auch eine Story rauszuarbeiten. Und du hast gerade ein paar Aspekte von einer guten Story auch angesprochen. Aber jetzt ist das Storytelling auf YouTube funktioniert ja auch schon nochmal anders als, du kannst nicht Copy-Paste das Storytelling zum Beispiel aus dem TV nehmen und einfach auf YouTube übertragen. Ne? TV hat ein ganz anderes Sehverhalten, die Leute zappen rein, das heißt, du weißt nie, an welcher Stelle in einer Folge sie anfangen. Mir ging das so, als Hannah das erste Mal bei Hund, Katze, Maus war und ich so eine Folge da gesehen habe. Ich gucke ja gar kein Fernsehen. Das heißt, Hund, Katze, Maus war für mich seit, 10 Jahren oder so das erste Mal wieder, dass ich so ein klassisches Fernseherlebnis hatte. Und mir ist aufgefallen einfach, wie oft die daran erinnern, worum es in dieser Folge geht. Also immer wieder diese Reminder zu setzen, hey, ne, wir sind jetzt auf dem Berg und wir führen jetzt hier gerade Kühe und deswegen sind wir hier. Und ich denke mir so, seid ihr doch nicht blöd? Natürlich, warum wiederholt ihr das die ganze Zeit? Und ich so, ja, na klar, weil die Leute die ganze Zeit ja reinsappen und die müssen sie natürlich immer wieder abholen. Wir bei YouTube wissen, die Leute fangen am Anfang an, wir haben 5 Sekunden Zeit, sie zu catchen, 15 Sekunden, um sie zu überzeugen, dran zu bleiben. Aber dann haben wir sie und wir wissen in der Chronologie des Videos, vielleicht skippen sie mal ein Part, aber grundsätzlich haben sie am Anfang angefangen. Total. Und das heißt, unser Storytelling steigt halt viel, viel höher ein. Du brauchst nicht die Establisher, du musst die Leute nicht erstmal ranführen und so weiter an den Ort, sondern du gehst rein in die Story und dann genau das Element, das du angesprochen hast. Was ist die Challenge? Was ist die Herausforderung? Worum geht es dieses Mal? Ne? Und was ist sozusagen die Fallhöhe, die geschaffen wird? Was sind die Anker, die wir setzen? Das ist wieder was, was man aus dem Fernsehen auf jeden Fall auch lernen kann. Ne? Immer wieder die Anker zu setzen, die mich dranhalten bis zum Ende. Aber das fällt so vielen Leuten so schwer. Creatern, Drehbuchautorinnen und Autoren, ich meine, ne, wir haben in Deutschland eine
ich finde, relativ schwache Erzählkultur. Mhm. Wir lernen in der Schule relativ spät, ne, gute Geschichten zu erzählen, wenn wir es überhaupt lernen. Mhm. Also in Amerika zum Beispiel mit den Debattierclubs, mit den vielen Präsentationen und dem Präsentieren lernen, das in Amerika halt total Teil auch der Bildung ist, der Kernbildung. Das fehlt uns in Deutschland an ganz, ganz vielen Stellen halt. Dass wir lernen, wirklich ein Gespür dafür zu entwickeln, wie hooken wir eine Audience. Und zwar, das funktioniert ja erstmal grundsätzlich immer gleich. Und wie du schon gesagt hast, ne, also es ist eigentlich auch medienübergreifend. Für YouTube muss es dann ein bisschen adaptiert werden. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland einfach wenige Menschen, die da tatsächlich ein echt gutes Händchen für haben. Die gibt es natürlich, ne, aber tatsächlich ist es, glaube ich, nicht so einfach. Weil dazu kommt ja eine zweite Sache. Und das ist eigentlich auch den Transfer zu schaffen zwischen was interessiert mich, was begeistert mich und was stellt mich zufrieden versus was stellt andere zufrieden. Also gerade wenn wir über Marken sprechen, kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt RhinoShield aus deren Perspektive gesagt hat, naja, wir sind da jetzt so eine Pre-Roll-Ad, aber wir sind eigentlich nicht integriert in die Geschichte. Also ja, ganz am Anfang gibt es mal diesen Moment, wo er dann das Telefon irgendwie durch die Gegend wirft und so weiter. Und das ist so die tiefste Integration, die sie haben. Aber wenn ich diese Serie für RhinoShield konzipiert hätte, dann hätte ich halt eines der Gegenstände zu einem durch RhinoShield geschützten Handy gemacht und hätte die Challenges halt zum Beispiel, die Tageschallenges auch darum gedreht, wo du halt dieses Produkt auf den Test stellst. Also da Beispiel, du darfst das Handy halt nicht irgendwie verpacken oder irgendwas und es geht darum, ist dein Handy bis zum Ende zum Beispiel heil geblieben oder was auch immer. Ne? Und das RhinoShield ist sozusagen irgendwie ein essentieller Bestandteil. Du darfst zum Beispiel nur das Handy als Werkzeug benutzen und dann bist du, ne, am Hebeln und am Schlagen damit und versuchst irgendwie, ne, sowas halt. Voll. Dass du halt versuchst, das Produkt wirklich zu integrieren. Ist dir aufgefallen, dass sie das gemacht haben? Aber, ne, wie du mal gesagt hast, hey, die müssen dann das Handy für was benutzen. Das Handy war ja die ganze Zeit da, geschützt mit einem RhinoShield, aber in der Tasche, die sie nur öffnen können, wenn sie aufgeben wollen, sag ich mal. Und da ist das Handy geschützt mit RhinoShield drin gewesen. Die haben auch in dem Einspieler, der ab und zu kam, auch Powered by RhinoShield drin gehabt. Blah, blah. So kann man das auch ganz gut machen. Aber wie du sagst, es ist halt nicht eingepflegt in das Storytelling. Und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zu Casey Neistat, weil der hat letztens jetzt in diesem Ich bin wieder zurück ganz gut gemacht. Casey Neistat hat war, glaube ich, einer der ersten, der damit angefangen hat, mit riesen Kameras zu drehen, weil er gesagt hat, hey, die Qualität ist mir wichtig. Und darum hat er, glaube ich, mit einer 5D oder so oder mit einer 80D, für alle, die es nicht wissen, das ist so eine Prosumer-Consumer-Kamera, die schon ein bisschen besser ist. Aber die hat schwer. Das ist halt so eine Kamera mit einem dicken Objektiv. 25 bis 80 hatte er, glaube ich, damals. Und wie willst du das in der Hand halten und damit Vlogs drehen? Also hat er sich die Produkte von Joby, worauf auch das Stativ hier gerade steht, genommen und sich das so gebogen, dass man das so festhalten kann. Und ich glaube, er war schon fast einer der Ersten, der es gemacht hat und da versucht hat, eine praktische Lösung zu finden. Und da siehst du mal, dieses so eins. Und sich das dann wie eine Banane zu biegen, um das dann festzuhalten. Und Joby ist dann durch, glaube ich, auch Casey Neistat dadurch auch immer bekannter geworden, weil Casey ja auch eine Größe auf YouTube war und dadurch auch eine gewisse Audience erreicht hat. Und ich glaube, so hat er, ohne es wirklich zu wollen oder bewusst die Marke da irgendwie hervorzuheben, ich glaube, er hat auch immer gesagt, ich mache hier keine Werbung, das ist halt ein gutes Produkt, das funktioniert für mich. So kann man es auch machen. Und sie haben jetzt in einem seiner neuesten Videos mit ihm gemeinsam Marketingaktion gemacht und haben, glaube ich, ein Video mit ihm gemacht, wo sie ein neues Mikrofon herausgebracht haben, was so ganz interessant Audio für Vlogs und so aufnimmt und was sehr stör- und geräuschfrei und resistent sein soll. Und er hat einfach ein Video komplett um dieses Mikrofon gemacht. Und er hat dann einen blinden Surfer aufgesucht und mit ihm dann so Hörproben gemacht, weil dieser Surfer gleichzeitig auch Sprecher ist. Und mit ihm hat er dann so Sprechtexttests gemacht. Aber trotzdem, Casey Neistat, King of Storytelling, Topic des Videos. Ich treffe einen blinden Surfer. Wie verrückt ist das eigentlich? Und da hat er dann irgendwie das Produkt mit eingepflegt und sinnvoll mit eingebracht. Und das ist ja so eine Sache, die du jetzt angesprochen hast, was wir eigentlich machen sollten. Storytelling betreiben, das von Kanal zu Kanal, ne, von Bubble zu Bubble, komplett unterschiedlich betrieben werden muss. Das ist uns klar. Ne? Das ist nicht einfach. Man kann bei gewissen Produktionen nicht immer alles zeigen, was schief geht. Ne? Manche Produktionen sind da ein bisschen anders. Da muss man vielleicht nicht so ehrlich sein. Ne? Aber es gibt viele Wege. Aber es ist sinnvoll, Produkte, wenn man das denn dann
vertreiben möchte, auch irgendwie sinnvoll in die Story mit einpflegen zu lassen. Einzupflegen. So. Naja, am Ende ist ja das Fehlschlagen ja nur eine Möglichkeit von Konflikt. So, das wollte ich schwieriger sagen. Satz. Das wollte ich sagen. Storytelling. Das heißt, du kannst ja andere Konflikte schaffen. Die Total. Konflikte können ja auch extrinsisch sein. Die müssen ja nicht mit deinem Produkt zusammenhängen. Ne? Wenn du dich jetzt vielleicht nicht willst, dass dein Produkt durch die Gegend geschmissen wird, und das muss ja auch zum Produkt passen. Ne? Also Rhino Shield macht Sinn, vielleicht mal durch die Gegend zu schleudern und zu gucken, was passiert. Wenn ich jetzt Kamerahersteller bin, dann will ich ja vielleicht nicht promoten, dass Leute meine Cam durch die Gegend schmeißen. Logischerweise. Ne? Oder will auch nicht zeigen, dass die ganze Zeit aufgibt und nicht funktioniert oder keine Ahnung was. Das ist logischerweise nicht der Struggle, den ich erzählen will. Ja. Aber dann arbeite ich natürlich andere Struggle heraus, und ich glaube, das ist schon wieder gleich. Ne? Also wenn du dir anschaust, was macht denn eine Geschichte interessant und spannend zum Zuschauen, dann brauchst du ja schon eine Fallhöhe. Ne? Und das, klar, ein Konflikt muss nicht immer ich gegen die Welt oder zwei Menschen gegeneinander oder zwei Dinge gegeneinander sein. Aber am Ende kann ein Konflikt ja auch ein Konflikt des Wissens und der Neugier zu der Reise, die es dahin braucht, sozusagen sein. Ne? Und dann hast du etwas, was, ich sag mal, vielleicht ein bisschen brandverträglicher ist. Aber das, was du sagst, ist, glaube ich, total, total wichtig und spannend. Ne? Und auch ein Shift, den wir über die letzten Jahre ja, also es ist schon ein sehr, sehr lang anhaltender Trend. Also wirklich, da rede ich jetzt über bestimmt 10, 15 Jahre. Ne? Einen Trend sehen hin auch im Marketing zu wirklich einem guten Storytelling, weg von einem reinen, ich sag mal, das, was man früher Schweinebauchanzeigen genannt hat, ne, so dieses so, hol dir die Bodypants für nur 5,99, hin zu, ne, wir erzählen eine Geschichte, wir bauen eine Marke auch mit Storytelling auf, und da gibt es ja auch einige Marken, die das wirklich herausragend machen, ne, über so eine Geschichte auch ihre eigene Marke zu erhöhen und aufzubauen. Und auf YouTube ist halt das Tolle, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ne, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Marken können einmal natürlich über Creator nativ in das Storytelling eingewoben sich platzieren und dadurch so der Reichweite der Creator, Zugang zur Reichweite der Creator verschaffen und auf der anderen Seite ja auch selbst Storytelling betreiben und das auch in die eigene Hand nehmen, weil, ne, Joby ist abhängig davon, ob Casey jetzt, ne, irgendwie eine große, schwere Kamera auf sein Stativ packt und ab und zu das Logo in die Cam hält, aber gleichzeitig eben, wie gesagt, immer davon abhängig, ob er oder ob andere Creator das Produkt gerade nutzen, gerade feiern, gerade irgendwie promoten, und natürlich kannst du das über, ich sag mal, Geld incentivieren. Gleichzeitig finden die dann aber auch nur dann statt. Auf der anderen Seite kann eine Marke jetzt ja auch hingehen und auch eigenes Storytelling betreiben. Also mal angenommen, Seven vs. Wild wäre jetzt nicht sponsored by Rhino Shield, sondern initiiert durch Rhino Shield. Ne, dann wäre das etwas, das viel, viel besser für die Marke kontrollierbar ist. Ja. Und was auch im nächsten Jahr, also jetzt Staffel 2, nicht davon abhängt, ob ein anderer Sponsor halt ein bisschen mehr Geld gibt, sondern man kann auch auf diesen Erfolg aufbauen und das kontinuierlich sozusagen fortsetzen und damit dann auch als Marke natürlich damit wachsen. Und das finde ich halt schon sehr spannend, so im Kontrast. Ne? Also ich glaube eher, dass wir als Marken von den Creatoren da lernen sollten, also diese Art Geschichten zu erzählen, dieses Storytelling zu übertragen auf die Marke, als uns nur, ich sag mal, blöd gesagt, da reinzukaufen. Und das ist etwas, was man als Marke erkennen muss. Was ist eigentlich der Mehrwert von mir als Marke oder der Wert meines Produktes für eben die Consumer? Und dann daraus smart zu erkennen, wie kann man das nutzen, um halt längerfristig Storytelling zu betreiben, um in den Köpfen der Leute zu bleiben. Eine Sache, die der Case von Steinofen, ich weiß nicht, ob du den kennst bei YouTube. Wir waren ja auf dem YouTube-Festival und da hat Steinofen geteilt, wie sie es gemacht haben. Die haben einfach ihr Produkt an Influencer geschickt und dann gefragt, hey, würdet ihr auch ein Video dazu machen? Ihr habt hier ganz viele Produkte von uns. Wäre cool. Hier ist das Geschenk, macht mal was, wäre cool. Und dann haben die gesagt, ey, ein paar haben nichts gemacht. Aber die was gemacht haben, die mögen scheinbar unsere Marke oder unsere Produkte. Und das, was die da gemacht haben, haben die dann aus freien Stücken gemacht und mit mehr Leidenschaft, als wenn wir gesagt haben, hey, macht das und dann schneidet die Pizza und dann schiebt euch die rein. Sondern die haben schon die Creator irgendwie sein lassen, was sie sind und vor allem das Produkt natürlicher mit einfließen lassen und sie nicht heftig dazu gezwungen. Und zu wissen, wie wird mein Produkt wirklich benutzt? Guck mal, Fortnite. Fortnite war vorher ein Zombie-Base-Builder-Spiel,
wo Zombie-Horden auf dich zustürmen. Jetzt ist Fortnite, also vor allem im Singleplayer oder mit vier Leuten und die helfen dir. Und jetzt ist Fortnite ein 64 Spieler, verhafte mich nicht auf die Zahl, ich weiß es nicht. Ganz viele Spieler auf einer Map kämpfen gegeneinander und Basebuilding ist sogar teilweise jetzt gestrichen. Weil die Leute das Produkt anders benutzt haben und man ist mitgegangen und hat das Produkt dadurch natürlich wachsen lassen. Und ähnlich muss man gucken, wie benutzen die Leute mein Produkt und wie kann ich daraus Geschichten erzählen, wie bei Casey Neistat. Es war nicht der Sinn, also der Sinn von so einem Stativ ist nicht, dass du es festhältst, sondern dass du es an einem Ast machst und damit deine Kamera smart festhalten kannst. Und auch da zu sehen, krass, das wird auch teilweise als Stativ für die Hand benutzt. Das ist ein Narrativ, das man auch nutzen kann irgendwo. Du bringst damit eine ganz wichtige Sache von YouTube auf den Punkt, die, glaube ich, noch komplett unterschätzt ist und über die auch fast niemand spricht. Und welche das ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Jetzt bin sogar ich gehuckt. Da freue ich mich schon mal drauf. Simon, danke. Lasst ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Danke für das Gespräch und ich würde sagen, dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann, ciao. Tschüss.